Hallo und herzlich willkommen bei Dummies Kikuri. Heute werde ich den ersten Teil meines Orica Tutorials machen. In Part 1 heute geht es darum, wie ihr überhaupt ein Artwork findet, wie ihr das in GIMP dann zu eurer eigenen Karte macht und wie ihr es dann letztendlich ausdruckt. Okay, fangen wir an. Also, ihr braucht erstmal ein paar Sachen. Zuerst braucht ihr GIMP. Ihr könnt das auch mit Paint machen. Mit GIMP ist es leichter oder halt Photoshop geht auch. Ich benutze GIMP, weil das free ist. Genau, dann wollen wir jetzt erstmal uns ein Artwork raussuchen von der Karte. Ich wollte jetzt Ghost Organ Snow Rabbit mal als Beispiel nehmen, da es meine Lieblingskarte ist und was ich immer mache. Ich benutze die Seite Pixiv, um mir Artworks zu suchen. Dann gehe ich halt immer auf den Wiki-Artikel, kopiere mir den japanischen Namen, weil Pixiv ist eine japanische Seite und dann füge ich das hier einfach ein und suche. Und dann browse ich hier halt ein bisschen rum, weil die Seite ist eigentlich die beste, weil es da so gut wie alle Artworks gibt, die ihr auch bei Google findet. Und dann habe ich jetzt dieses Artwork gefunden. Dann habe ich mir es einfach runtergeladen. Das ist dann hier in meinem Ordner drin. Ja, da ist es. Da wir jetzt das Artwork haben, was wir wollen, braucht ihr noch ein paar andere Sachen. Ihr braucht die TCG-Fonts, also damit ihr halt den Namen oben selbst genauso wie auf der Karte machen könnt. Kann man hier runterladen, dann müsst ihr wissen, wie groß sind die Yu-Gi-Oh-Karten, das brauchen wir aber eigentlich erst später. Dann braucht ihr ein Bild von den Attributes, die es gibt, damit ihr das auf eure Karte tut. Und ihr braucht die Sterne, die es gibt in Yu-Gi-Oh!, damit ihr die halt auf eure Karte draufpackt. Und ihr braucht noch ein Bild von der echten Karte, damit ihr die Textbox ausschneiden könnt. Gut, fangen wir an. Also zuerst öffnen wir GIMP, dann sollte es ungefähr so aussehen. GIMP ist erstmal ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber es ist nicht so schwer. Ich werde euch hier auch nochmal alles erklären. Also wir gehen zuerst auf Datei öffnen, suchen dann unser Bild. Das ist dann das hier. Öffnen wir. Öffnet sich ein neuer Tab. Und der erste Schritt ist recht egal, was ihr zuerst macht. Ich mache jetzt einfach mal zuerst das Attribut drauf. Das bedeutet, ich suche jetzt erstmal die Attribute, die ich auch habe. Öffnen wir auch nochmal im neuen Tab. Haben wir jetzt hier. Dann brauchen wir jetzt das erste Werkzeug, womit wir Sachen ausschneiden können. Das ist dieses hier. Dann, da Ghost Ogre Licht ist, schneiden wir das aus. Können dann mit Rechtsklick auf Bearbeiten und Kopieren gehen. Können das hier einfach mit Kopieren einfügen. Können dann hier auf das Kreuz gehen, damit wir das verschieben können. Schieben es hier oben erstmal in die Ecke. Dann steht hier bei Ebenen, dass wir gerade eine neue eingefügte Ebene haben. Dann machen wir Rechtsklick zur neuen Ebene. Jetzt haben wir halt eine eingefügte Ebene, wo wir halt zwischen Ebenen wechseln können, damit wir halt, wenn wir nur das verschieben können, das über die eingefügte Ebene machen. Und ich empfehle euch für jede Sache, die ihr jetzt noch einfügt, halt immer eine neue Ebene zu machen. Das bedeutet Rechtsklick, neue Ebene. Und dann könnt ihr auf diese Ebene halt das nächste einfügen, was dann die Sterne sind. Die habe ich auch hier drin. So, die sind dann hier. Die wollt ihr dann auch erstmal zuschneiden. Das heißt wieder auf das hier. Da sie drei Sterne ist, schneiden wir die drei aus. Machen Rechtsklick auf Bearbeiten, kopieren. Sind jetzt auf der neuen Ebene, fügen das hier ein. Dann haben wir wieder eine neue eingefügte Ebene. Jetzt, da es noch recht klein ist, gehen wir hier rauf auf Skalieren. Können das hier groß ziehen. Erstmal so groß, dass man es überhaupt erkennen kann. Dann mache ich es noch ein bisschen kleiner, sodass es oben gut in die Ecke passt. So. Dann ziehe ich das hier ungefähr hin. Und was ich jetzt auch schon mal erzählen kann, hier oben bei Ebenen Deckkraft kann man die halt verändern, sodass es sich ein bisschen mehr dem Hintergrund anpasst. Das mache ich immer so ein bisschen bei den Sternen und den Attributen, dann sieht das ein bisschen mehr. Das sieht einfach besser aus. So, jetzt gehen wir erstmal wieder zur neuen Ebene. Haben jetzt hier wieder die angefügte Ebene, gehen nochmal auf die andere. Ich mache die Deckkraft hier auch noch ein bisschen runter. Und jetzt haben wir das beides. Jetzt brauchen wir noch die Textbox. Daher brauchen wir jetzt die Karte. Ups. So, kopieren uns das Bild. Gehen auf GIMP, machen neu. Fügen unsere Karte ein. Ein bisschen ranzoomen, vielleicht, weil man das doch schon ein bisschen genauer haben will. Gehen jetzt wieder auf das Zuschneiden.
Nehmen uns die Textbox. So ungefähr. Gehen wieder Rechtsklick, bearbeiten, kopieren. Erstellen eine neue Ebene, auf die wir es dann einfügen. Fügen es hier ein, verschieben das erstmal ein bisschen. Und da muss man immer selbst gucken, ob man das ein bisschen größer haben will oder kleiner. Ich ziehe das mal ein bisschen länger. Mach das so ungefähr hier hin. Und dann verändere ich die Deckkraft auch vom Inner. Das sieht dann immer ziemlich cool aus, wenn man die Karte halt noch durch die Textbox durchsehen kann. Also finde ich zumindest. Auf 70 oder so. Und dann machen wir zur neuen Ebene. Dann können wir halt hier noch alles variieren, wenn wir wollen. Ich mache nochmal vielleicht das Attribut ein bisschen kleiner. So. Das ist sonst ein bisschen zu groß. So, dann verschiebe ich die Sterne noch ein bisschen nach oben. Und was jetzt eigentlich nur noch fehlt, ist der Kartenname. Dafür gehen wir auf das A, auf Text, ziehen das hier rauf, schreiben dann den Namen. Ghost Rogue. Ich werde Yuki Osage nehmen, weil ich den Namen besser finde. So heißt sie halt im Japanischen. Ups. Markieren das, gehen dann bei Schriften auf die Schrift, die wir runtergeladen haben, die heißt Yu-Gi-Oh! Small Caps One. Machen die dann und dann machen wir das noch ein bisschen größer. So irgendwie. Und dann sehen wir hier schon Yuki Usagi. Kann auch noch ein bisschen größer. So, dann gehen wir auf Verschieben und dann, wenn ihr auf Verschieben geht, achtet darauf, dass ihr nicht die Ebene verschiebt, weil das sehr oft passiert. So, dann verschieben wir das hier oben hin, ungefähr. Sieht schon ganz gut aus. Und jetzt könnt ihr halt noch ein paar Feinheiten machen. Ich finde das aber so eigentlich schon alles ganz gut. Und ja, das war's eigentlich schon. Also es ist gar nicht so schwer, man muss sich halt nur an die ganzen GIMP-Werkzeuge gewöhnen und wie das funktioniert und die Deckkraft und alles. Genau, jetzt haben wir die Karte, können einfach unter Exportieren als gehen, dann können wir sie halt speichern. Ich habe das jetzt schon gemacht. Und dann haben wir unsere erste Orica erstellt. Gut, wenn wir die jetzt ausdrucken wollen, dann nehme ich jetzt Open Office. Dann öffne ich die Orica, die ich will. Die hier irgendwo ist. Da. Öffne ich. Und dann habe ich hier so ein Blatt. Das ist halt ziemlich praktisch, wenn man das ganze Blatt übersehen kann und direkt alles ändern kann. Und was hier zum Tragen kommt, ist, dass wir halt wissen, wie groß Yu-Gi-Oh!-Karten sind. Ich kann nochmal auf den Link gehen. Das ist, glaube ich, hier 8,6 und 5,9. Das heißt, wir gehen in Open Office auf die Karte, Rechtsklick, Position und Größe. Dann Breite 5,9 für 8,6. So, und genauso groß wird die Karte dann auch sein. Und was ihr jetzt machen wollt, ist erstmal, dass ihr die Karte spiegelt. Horizontal. Weil ihr das später auf dem Fotopapier, das halt nämlich zwei Seiten, auf dass sich so ausdrückt, dass ihr schnell in Hülle rein und raus tun könnt. Das werde ich aber später nochmal erklären. Auf jeden Fall habt ihr jetzt die Karte hier drauf. Ich mache dann halt immer neun Karten drauf, damit ich das ganze Blatt überhaupt ausnutzen kann. Und dann gehe ich auf Datei, auf Druckereinstellung und kann dann erstmal den Drucker auswählen. Gehen auf Eigenschaften und dann müsst ihr hier bei Papierart Normalpapier ändern und Transparentfolie nehmen. Dann macht ihr OK und nochmal OK. Und dann ist euer Drucker jetzt auf Transparentfolie eingestellt. Welche Transparentfolie ich benutze, werde ich noch in der Beschreibung verlinken. Die müsst ihr dann halt einlegen. Ich muss sie immer andersrum einlegen, als es in der Anleitung steht, damit es dann optimal ausgedruckt ist. Und ja, dann geht ihr einfach auf Datei drucken. Druckt es aus, das habe ich jetzt schon gemacht. Genau, ich werde dann noch in Part 2 euch zeigen, wie ihr den Hintergrund, also nur die Holo für die Orecas kriegt. Und dann werde ich wahrscheinlich im selben Part oder im neuen Part nochmal zeigen, wie ihr dann die ausgedruckten Orecas darauf bekommt, darauf klebt und nochmal ein paar andere Sachen erzählen. Gut, das war's dann erstmal soweit. Ich danke euch für eure Aufmerksamkeit. Falls ihr Fragen habt, immer in die Kommentare. Und ja, danke fürs Zuschauen und bis dann. Ciao. So, nochmal ein kleiner Nachtrag zum Video. Ich habe vergessen zu erwähnen, dass ihr auch, wenn ihr die Karten im Anime-Style haben wollt, gibt es die App, die Anime Yu-Gi-Oh! Card Maker heißt. Ist dann die Webseite, könnt ihr das runterladen.
Und dann ist es die App hier und dann habt ihr halt alle Designs, die ihr habt. Und zum Beispiel Effektmonster, Zauberkarten und so. Und dann müsst ihr eigentlich halt nur das Bild runterladen. Zum Beispiel Mystical Space Typhoon einfach das Artwork googeln und dann hier sich das runterladen und dann in der App auf das Plus gehen, auf Browse Image. Und jetzt ist er natürlich nicht da, wo ich das haben wollte, da. Wählen das einfach aus, öffnen das, haben hier den Mystical Space Typhoon. Können das dann hier einfach, glaube ich, runterladen. Oder da. Und, oder es halt screenshotten und rausschneiden. Und dann habt ihr im Grunde auch schon eine Karte im Anime-Style. Klar, bei Monstern macht ihr hier noch die Werte rein. Und, oder XY kann man auch machen und alles. Und dann könnt ihr das halt auch als Oricast benutzen. Und was ich halt vorher gezeigt habe, waren halt die Custom-Made. Das sind halt die Anime-Style-Karten.